So, da haben wir oben aufgehört. Wunderbar. Da Truppenholz. Wahrscheinlich muss ich trotzdem noch dann einmal Truppenholz oder so holen. Ah, das war jetzt so falsch. Komm, komm. Ja, wunderbar. Jetzt nicht runter. Darauf nehme ich jetzt gar keinen Bock. Jetzt muss ich kurz schauen, nämlich so und da so nach oben, damit das halt natürlich zur anderen Seite symmetrisch ist. Boah, ich weiß nicht, ob man das wirklich so machen kann, aber ich hoffe. Ich werde das natürlich dann gleich abholzen und dann zur nächsten Reihe, die letzte Reihe. Na, mal schauen. So, hier fängt es an, genau. Ich hätte natürlich jetzt hier nach und nach jede Reihe erstmal machen können und dann später das Bretter hier abbauen können. Aber dann würde ich da nicht mehr so gut rankommen wie jetzt. Weil zum Beispiel jetzt an die Reihe da drunter will ich nur ganz schwer rankommen. Wenn es überhaupt möglich ist. Und hier passt das ja eigentlich noch. Nein, jetzt bin ich hier runtergefallen. Ernst. Na gut, kann ich mal kurz das Holz hier einsammeln. Oh, es sieht so schön aus. So, direkt unter der Wasseroberfläche. Das hat schon was. Okay, Jetpack da. Schnell hier nach oben. Das jetzt ruhig mal Jetpack an, falls ich hier jetzt runterfallen sollte oder so. War jetzt nicht so geplant. Ja, fall ruhig runter. Dann nicht eh auf. Aber gut, dass ich auch die Holzbatterie genommen habe. Die schwimmen wenigstens auf dem Wasser. Zumindest hier mit der Matte. Das Interessante ist, seitdem wir jetzt hier wieder das Let's Play weitermachen, haben wir kaum mit Mods gearbeitet. Natürlich das Schiff jetzt hier, das andere Schiff, was wir schon gesteuert haben. Dann die Werkzeuge sind natürlich auch von der Mod. Aber sonst, gut, das Portal. Sonst haben wir kaum was zur Mod. Ja gut, okay, ich nehme meine Ausdauer zurück. Das Jetpack ist ja auch von der Mod. Also bautechnisch halt kaum was mit Mods gemacht. Da würde ich ja immer noch ausprobieren, ob man so von der Multipart-Mod, hieß die so? Das hat mich gerade hier. Ich habe was angegriffen? Nee. Dachte. Ob die Blöcke hier mit verbunden wären, das kann ich ja dann immer noch machen. Aber jetzt geht es erstmal hier weiter. Wenn am Ende der Aufnahmesession noch ein bisschen Zeit ist, kann ich das ja gerne machen. Aber für mich ist erstmal wichtig, dass ich das hier weitermache. So bis hierhin und dann geht es jetzt hier raus. Oder wird das hier schon? Ich schau mir das mal von außen so ein bisschen an. Würde sogar sagen, wir machen das hier oben jetzt zwei Blöcke hoch. Bedeutet, wir brauchen hier jetzt nicht mehr mit Holzbretter herummehren. Ich kurz mal einsammeln hier. So. Weil es kommt ja sowieso auf dieser Ebene, wo ich gerade den Block fälschlicherweise hingesetzt habe, der Boden rein. Und sonst hätte man auf dem Boden noch mal ein paar Stämme oder so, was auch ein bisschen doof aussehen würde. So, wie ich das da mache, das werden wir dann gleich sehen. Oder später, weiß ich jetzt nicht. Was wir auch als Boden dann nehmen werden, eventuell Fichtenholz oder Tropenholz. Das weiß ich noch nicht, aber ich denke so eher erstmal Fichtenholz. So. An sich, das Schiff ist jetzt durch. Den Durchgang hier mache ich mal zu. Und werde nochmal. Hier ist eine Ratte. Die Setzlinge auch anschaffen. Ja, einerseits und dann da hinten hatte ich ja auch einen Baum. Da sind ja bestimmt auch nochmal ein paar Setzlinge gespawnt, wenn sie nicht schon despawned sind. Wenn ja welche waren, sind die despawned. Aber egal. Gut. Dann kommen wir jetzt so zum Boden. Ich würde am liebsten in dieser Aufnahmesession schon das Schiff rausfahren. Aber das werde ich zeitlich auf keinen Fall schaffen. Kann ich euch direkt sagen. Das werde ich zeitlich nicht schaffen.
Weil wir müssen uns jetzt kurz darum kümmern, dass wir mal ein paar Fischnutz-Setzlinge ranholen. Vielleicht haben wir auch noch irgendwie Fischnutz im Lager. Weiß ich nicht. Schauen wir mal. Das sind Mobdrops, das sind Erze. Hier. Holzstämme. Ja, wir haben einiges an Fichtenholz. Stimmt, das haben wir noch von unserem Tannenbaum, oder? Ich glaube ja. Sehr nice. Gut. Und warum wir keine Setzlinge mitnehmen? Haben noch genügend Holz dabei. Vielleicht kriegen wir es doch noch hin, das Schiff rausfahren zu lassen. Aber ich denke mal, ich würde es trotzdem lieber als Highlight für die nächsten Folgen dann nehmen. Ey, wollte ich jetzt nicht hin. Warum habe ich jetzt hier jetzt. Wie habe ich jetzt hier zwei Stacks rausgeschmissen bekommen? Hä? Hä? Das kapiere ich jetzt eher weniger. So. Wir machen erstmal kurz nur einen Stack, weil ich mein Inventar so voll habe. Ah, da habe ich so auch noch Fischnutzbretter. Ja, nice. Kleiden wir erstmal alles hier aus. Hier drunter, also auf dieser Ebene hier, kommt ja dann auch nochmal ein Boden rein. Später bedeutet, wir werden unter Deck zwei Etagen haben. Zwei Etagen. Natürlich werden wir auch eine Kapitänskajüte auf dieser Ebene hier haben. Wahrscheinlich gerade hier, wo wir stehen. Denke ich mal. Bedeutet, wir werden das hier auch nochmal irgendwann erhöhen. Aber das halt zu gegebener Zeit. Dann. Ja, ich weiß nicht mal, ob wir mit dem Boden hier fertig werden. Das weiß ich nicht. Und wir werden das auch mit der Multipart-Mod. Watch Multipart ist das. Oder halt auch genannt. Microblocks, genau. Nicht in diesem Part ausprobieren, aus dem vollen Grund. Wenn ich das jetzt hier ausprobiere und sage, ja, klappt nicht, oder klappt, habe ich das vielleicht so zum nächsten Mal vergessen. Bedeutet, macht dann auch eher weniger Sinn, das jetzt hier noch ausprobieren. Probiere ich das lieber beim nächsten Mal aus und dann merke ich mir das besser. Wir brauchen ja jetzt hier Forge Multipart Blöcke eh erstmal nicht. Aber später. Also wenn es wirklich möglich ist, dann habe ich da coole Ideen. Habe ich wirklich coole Ideen. Aber ich bezweifle es irgendwie, dass das funktioniert. Irgendwie bezweifle ich das. Kann ich mir nämlich eher weniger vorstellen. Das sind ja keine ganzen Blöcke. Und die haben ja auch eine bestimmte Form, eine bestimmte Richtung. Und sind halt zwei verschiedene Mods. Gerade deswegen. Aber stimmt. War es nicht so, dass die Forge Multipart Mod trotzdem von anderen Blöcken so unterstützt wird? Oder von anderen Mods? Aber die Frage ist hier bei der Archimedes Chips Mod. Da. Das weiß ich halt nicht. Da kann man einfach nur sagen, probieren geht über studieren. Da muss man halt wirklich mal später schauen. Aber ich finde mega gut von mir. Da muss ich mir jetzt mal selber auf die Schulter klopfen. Ein Glück überträgt YouTube keinen Gestank, weil ein Glob stinkt. Dass ich das Schiff auf Anhieb eigentlich relativ gut gebaut habe. Zwar musste ich hier nochmal ein bisschen was umändern. Die Baumstämme in eine andere Richtung bringen. Also an sich bin ich wirklich mit dem Schiff sehr zufrieden. Es ist wunderbar schön groß, aber wirklich so groß, dass ich wirklich da zufrieden bin. Weil ich hatte es ja anfangs kleiner gedacht und es ist jetzt größer geworden als wirklich anfangs gedacht. Und ich finde das gut so. Ich finde das wirklich gut so. Es passt besser. Ich glaube, ich hätte mich mehr geärgert, wäre es kleiner gewesen. Weil ich wollte ja eigentlich auch ein großes Schiff und das ist wunderbar hier. Ob ich das von der Inneneinrichtung so mache, wie das Schiff in Minecraft Online, weiß ich noch nicht. Ich will mir auf jeden Fall das Schiff nochmal anschauen. Ich muss mal schauen. Vielleicht kriege ich den Server mal nochmal zum Laufen. Ich hatte den ja vor ein paar Monaten zum Laufen bekommen wieder. Allerdings habe ich diesen aktuellen Stand da gelöscht, weil ich Platz brauchte. Aber ich habe noch einen anderen Stand, also den Originalzustand habe ich noch.
auf der Festplatte. Bedeutet, das sollte eigentlich da kein Problem darstellen, dass ich das mal kurz im Laufen bringe, um zu sehen, ja, wie ich das Schiff gebaut habe. Und notfalls nehme ich mir einfach die Map und kopiere sie mir in den Einzelspieler. Dann ist das zwar ohne Plugins, aber ja, es geht mir eher nur um das Schiff. Da brauche ich jetzt nicht das Zug-Plugin oder was weiß ich, was wir da damals noch hatten. Geht ja auch. Sowieso, ich glaube, ich habe sogar auf dem PC zwei Kopien von diesem Server. Einerseits eine bearbeitete Kopie, die ich dann, glaube, einfach mal so da, keine Ahnung, irgendwas gemacht habe, vielleicht so irgendwas gesprengt oder so, keine Ahnung. Oder irgendwas getestet habe, ich glaube eher das. Und dann halt die Originalversion, dann kann ich halt diese Testversion da benutzen. Glaube, das mache ich sogar auch gleich auf Screen. Wer natürlich sehen möchte, wie das damalige Schiff aussah, da schaut einfach mal in meine letzten Minecraft-Online-Folgen. Da haben wir nämlich noch gebaut. Also das müsste. Ich kann ja mal ganz kurz auf den Sendeplan schauen. Den habe ich hier nämlich noch offen. Sendeplan Minecraft Online hatte letztendlich 394 Folgen. Die 394. ist wohl die Folge, die ich vor kurzem gemacht habe. Da habe ich auch das Schiff gezeigt. Aber ihr könnt auch in Folge 492 reinschauen. Denn da habe ich noch am Schiff gebaut. Das war die letzte reguläre Folge. 493 war nur ein kurzes Video mit der Bekanntgabe, dass das Let's Play endet. Und wie gesagt, 394 war dann halt nochmal ein Video, wo ich drauf geschaut habe. Auf die Welt mit euch gemeinsam habe ich das gemacht, ganz spontan. Mit Retro, HD, mit total verzockt. HD und René aka Extremate, damals Super Sonic. So, kurz hier mal minimieren, damit ich mal kurz sehen kann, wie weit wir von der Aufnahme her sind. Ein paar Minuten geht noch, bedeutet, wir kriegen das hier noch fertig. Dann schauen wir uns das nochmal mit dem Jetpack an. Jetpack hat noch genügend Energie, das finde ich super. Brauche ich erstmal einen neuen Stack. Wir haben ja noch zwei Stacks-Stämme. Andernfalls hätte ich hier auch natürlich Fichtenbäume anpflanzen können. Da kriegt man ja auch sehr, sehr viel Holz in kurzer Zeit. Problematisch wäre es bei Eichenholz oder oder noch schlimmer bei Birkenholz. Eichenbäume sind ja auch öfters mal große Bäume mit dabei. Aber Birkenholz ist ja noch schlimmer. Da gibt es ja keine so wirklich großen Bäume. Aber auch Eichenholz ist schwierig bei sowas. Wo ich dann auch gespannt bin, ob dieses Schiff größer ist als das in Minecraft Online. Ich glaube sogar ja. Doch, auf jeden Fall ist dieses hier größer. Hier kann man dann dementsprechend auch mehr anfangen. In Minecraft Online weiß ich noch, da hatte ich in der ganz untersten Etage. Nee, in dieser Etage hier. Also eins drunter. So hat Kajüten eingebaut. So Schlafräume. Und darunter waren Truhen. Vielleicht mache ich das hier ein bisschen eleganter. Also ein paar Schlafräume wären trotzdem nicht schlecht. Ich weiß nicht, was das dann später für ein Schiff sein soll. Vielleicht so, wirklich so ein altes Passagierschiff. Wir wollen ja auch mit solchen Schiffen dann herumreisen. Bedeutet, hier werden auch dann Truhen gelagert. Und wenn wir irgendwann mal auf der Karte, vielleicht in einem anderen Kontinent, vielleicht hier hinten, hier wollte ich ja auch einen Hafen hinbauen. Das wird ja hier auch noch bebaut. Oder hier oder irgendwie so. Dass ich dann hier, wenn wir da lauter Sachen bauen, das Schiff, dieses große Schiff belade und dann darüber fahre halt mit dem Schiff. Das ist auf jeden Fall geplant. Generell will ich ja so Routen machen. Die ganzen. Jetzt hier nochmal bei uns. Wo sind wir? Da ist unser Dings. Dieser Fluss soll hier noch ausgebaut werden, weil hier die Werft ist. Bedeutet, das soll später als
Durchgangsroute dienen. Dieser Fluss soll ausgebaut werden. Hier rüber. Gut, hier ist ja sowieso frei. Mal sehen, was man noch machen kann. Vielleicht hier diese Ecke oder... Ja gut, hier geht es ja auch durch. Muss man mal schauen, was man machen kann. Vielleicht hier irgendwie noch was durchbauen. Dann halt hier vielleicht auch ein paar Routen ausbauen. Mal sehen. Muss man halt dann mal schauen. So, jetzt hier mal schnell fertig werden. Denn die Aufnahmesession neigt sich dem Ende zu. Aber wir kriegen das hier easy hin. Natürlich müssen wir dann aufpassen, nicht dass dort unten dann Monster spawnen. Darauf habe ich dann eher weniger Lust. Moment mal, ist da hinten schon was? Ja, ein Creeper. Vielleicht sogar zwei. Mein Bett. Aber egal, da hinten muss ich jetzt nicht hin. So. So sieht das Schiff jetzt so von oben aus. Bedeutet, es ist bereit, dass wir das Schiff dann beim nächsten Mal hier rausfahren können. Hey. Ja, es spawnen hier zu viele Monster. Vielleicht weil jetzt hier eine bessere Fläche dafür ist und keine Fackeln dort hinten sind. Ich schaue jetzt erstmal kurz hier nach vorne. Und doch, das gefällt mir. Natürlich die Spitze, die will ich noch machen. Die wird noch gemacht. Besser gemacht. Und ich finde das auch nicht so schlimm, dass hier oben jetzt zwei Blöcke hoch sind. Also die Blöcke. Das finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Natürlich, den letzten Eindruck, den kann man erst machen, wenn das Schiff im Wasser ist. Dann kann man sich das genau anschauen. Ah ja, gut. Ah, das spawnen jetzt die ganzen Monster. Dann bleibe ich jetzt hier im Hintergrund und werde hier die Aufnahmesession beenden. Und ja, für mich geht's dann nach dem Praktikum hier weiter. Für euch dann halt in der nächsten Folge, morgen oder übermorgen. Ich weiß jetzt nicht, was für euch ein Tag für ein Tag ist. Ja, ich werde jetzt vom Praktikum jetzt noch Minecraft Hardcore aufnehmen. Und eine Folge Pokémon will ich noch machen. Und dann ist das für mich auch gewesen. Ein Infovideo, dass ich weg bin, wird noch aufgenommen. Ja, und das war's dann auch schon. Und dann bin ich übermorgen weg. Gut, meine lieben Freunde, das war's dann jetzt. Euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Bye, bye. Warte, ich muss mal kurz verschauen. Okay. Gut, bye, bye.